Ja, hallo Fans. Ich möchte mich nochmal für die herzlichen und zahlreichen Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken. Ich habe immer Gänsehaut gekriegt und meine Haare gingen mir hoch. Also ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich. Und noch was, also auch an den HSV herzlichen Dank. Von Jonas Bold habe ich auch eine Nachricht bekommen. Das hat mich natürlich auch sehr erfreut. Und viele, viele Fußballer, alte Fußballer von früher, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. So, das sind meine Worte. Und natürlich jetzt wäre natürlich ein schönes Geschenk von der Mannschaft, wenn sie uns 3 Punkte bescheren hier. Das wäre natürlich dann ein schönes Geburtstagsgeschenk. Aber ihr wisst ja, ich bin zufrieden. Und einmal HSV, immer HSV. Mein Leben lang. Da brauchen wir diskutieren. Ich habe ja auch viele Nörgler hier beim HSV in den Foren. Die mögen mich nicht, aber ich weiß nicht warum. Aber das will ich damit sagen. Sie können mir den HSV nicht nehmen. Alles klar. Nur der HSV und Peter macht weiter. Immer fair und ordentlich und auch kritisch. Er nimmt die HSV-Brille auch mal ab. So, das waren meine Worte. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Schön Fußball gucken heute Abend und morgen Abend ins Stadion. Da sind noch viele Karten da. Alles klar. Tschüssi. Peter wünsche alles Gute. Alles gut. Und gestern hat er eine Eierlikör getrunken. Tschüssi, tschüss.